Na komm her. Ich kann dich auch austricksen. Was ist denn hier? Ach, eine kaputte Leiter. Sonst hätten wir hochgekonnt oder was? Menno. Okay. Jetzt haben wir wenigstens schon mal alle Türen aufgemacht. Aber so richtig weiter kamen wir nicht. Und Munition gab es auch nicht. Wir sind hier richtig am Arsch. Und wir müssen wirklich jeden einzelnen Tropfen jetzt sparen. Können wir auch nichts machen. Na gut, dann müssen wir wieder hoch. Ich hoffe, ich komme noch auf diese Stelle drauf, wie ich es geplant habe. Am besten, wir haben ja immer noch die Bomben. Wir sollten echt mal die Bomben verwenden. Ich denke nie dran. Ich denke mal an meine normalen Revolver. Und meine Pistole. So. Sieht übrigens schön aus, das Bild. So. Quick Save. Und drauf. Wow. Erstmal schön vorbeigeschlendert. So. Da will ich nicht rein, da will ich nicht zerkleinert werden. Hier ist nichts. Und hier geht's weiter. Hoffentlich nicht wieder pressen. Gut. Da könnte man lang. Die Tür sieht verdächtig aus. Wow. Hallo? Keiner da? Achso, dann müssen wir wahrscheinlich noch die Tür öffnen. Okay. Och man, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so ein Wachraum und hier haben sie nicht mal Munition. Okay, wir müssen da drauf. Oder wir gehen über die Rohre. Ne, über die Rohre wird es nichts. So, Quick Save. Aua. Ist das vielleicht zu weit? Hoi. Hat auch funktioniert. So. Keep off. Oh Gott. Oh Gott. Wenn es aufhört, muss ich durchrennen. Aua. Ui, Energie. Da hinten könnte man rein. Sehe ich gerade. Da geht's auch rein. Aber da hinten ist eine Bombe. Moment. Wenn ich das richtig mache, wir haben nur zwei, dann dürfte ich da kein Problem sehen. Scheiße. Okay, nochmal. Dann kann man das Ding vielleicht nehmen. Wow. Ja, sehr gut. Mit rechts kann man es, glaube ich, auflösen. Oder konnte man es da gleich zünden? Ich glaube, links war zünden, oder? Okay, wir wissen auf jeden Fall, wo wir lang wollen. Wir könnten, wie gesagt, da rechts gehen, aber ich will, glaube ich, gleich hier lang. Wo es so böse aussieht. So, rechts verzünden. Ich muss mir das merken, das ist im Originalspiel anders gewesen. Da konnte man auch nur eine werfen. So. Perfekto. So. Da war Munition, ich hab's gesehen. Da war Munition oben drauf. Oh, ich ärgere mich jetzt schon. Och nö.
Ja, wir können nicht zurück. Ach, gut. Oh. Oh Gott. Was sind wir denn hier? Kommen wir nochmal hoch? Fuck, wir kommen nicht mehr hoch und wir müssen jetzt runterspringen. Na, ich gucke jetzt mal, was passiert, was wir da unten finden. Keine Munition. Ne, wir sind schon wieder unten, oder was? Nein, oder? Halt, nochmal laden. Zack. Das gebe ich mir nicht. Also wissen Bescheid, was da uns da wartet. Da war die Munition. Aua. Oh Mann. Jump'n'Runs. So, wir wollen jetzt erstmal die Pistole, weil jetzt müssen wir erstmal die Bombe auflösen. Sehr schön. Hat funktioniert. So, jetzt kurzer Save. Jetzt müssen wir nur versuchen, jetzt irgendwie nach links zu kommen. Oh. Ich darf nur nicht auf die Speichertaste kommen, sonst haben wir ein Problem. Ah, das war wieder nichts. Ich bin erst gesprungen und habe dann gesprintet. Oh, das war geil. Ich bin der Jump'n'Run-König. So, was haben wir denn hier? Da will ich nicht hin. Ja, oh, das wäre unser Ende gewesen. Oh, Glück gehabt. So. Dann gehen wir in dieses tiefe Loch. Schauen, was uns erwartet. Zutritt verboten. Etc. pp. Oh, das sieht giftig aus. Radioaktiv wahrscheinlich. Und ich sehe unsere Zungenfreunde. Gucken wir mal, ob wir da vorbeikommen. Gut, es scheint wieder so normale Wege zu geben. Munition! Wir haben wieder Munition, Leute. Wir haben wieder Munition! Es war wahrscheinlich das... Jetzt hast du es geschafft. Die Belohnung war das jetzt. Oh, was haben wir hier? Wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall elektrisch aus und ich sehe Käfige. Alter. Das sind die Hunde. Die schlafen noch. Okay. Wollen sie mal nicht wecken? Scheiße, sie ist nicht nah genug. Okay, mal sehen, ob das funktioniert. Yes! Alle erwischt. Okay, wir kommen da nicht durch. Wir sind auf jeden Fall einige Hundekäfige. Und Regale. Wir müssen wahrscheinlich hier auf die andere Seite kommen. Aber wenn wir die Tür berühren, fliegen wir schön in die Luft. Na, was heißt in die Luft? Wir würden ziemliche Probleme kriegen. So einen elektrischen Schub würden wir dazu bekommen. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Warte mal, da hängt ein Holzstück im Schalter. Vielleicht kann ich ihn erreichen. Oh. Danke. Ach, der wollte es reparieren und hat's verkackt. Jetzt kam ich nicht mal durch die Tür, bin ich schon so fett geworden. Okay. Steht da?
Main Entrance. Main Entrance? Sind wir etwa schon an der Eingangstür von Black Mesa? Alter, wo sind wir denn hier? Sieht ja krass aus. Der Handwerker hat hier auf jeden Fall gefuscht. Und hier brauchen wir Retina-Scanner. Das ist klasse. Schade. Also brauchen wir auf jeden Fall einen Forscher. Fragwürdige Ethik. Das sind wir jetzt ein neues Kapitel bei Black Mesa. Wir sind jetzt wahrscheinlich mehr in den experimentalen Laboren. Alter. Uns erwarten noch neue Kreaturen. Ich werde den doch jetzt nicht rauslassen. Ich will wissen, wie es weitergeht, wo wir weiterkommen. Ich drücke trotzdem mal den Schalter mal rum. Ethisch fragwürdig. Oh! Wir haben ihn umgebracht. Cool! Wir haben ihn umgebracht einfach. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Wir müssen jetzt irgendwie runter, da geht's hoch. Ist aber nicht interessant. Das gefällt mir irgendwie gerade. Könnten runterspringen, aber ich weiß nicht, ob wir dann wieder hochkommen. Ich sehe da unten keinen Weg, keine Leiter. Oh, hier ist eine Leiter. Irgendwelche Sicherheitshinweise. Die forschen schon mit dem. Natürlich habe ich jetzt ihre Forschung zerstört, weil ich ihn jetzt umgebracht habe. Haben sie jetzt nichts mehr zum Forschen. Aber sowas macht man nicht. Ich bin für Forschung, aber ich bin gegen dafür, dass man das an Lebewesen testet. Weil selbst wenn man damit Erfolge erzielt, ist es kein Recht, sowas zu tun. Ui, geht's hier weiter? Nee, hier kamen wir ja her, wa? Ja, hier kommen wir her. Ah, hier kann... Hier. Okay. Sieht aus wie ein Wartebereich. Jetzt bin ich gespannt. Die Gänge sind so ruhig. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Ding? Ist ja abgefahren. Warte. Das ist wie eine Käferstation. Was ist das? Push? Keine Ahnung, was wir gemacht haben, aber... Scheint auch so eine Art Test zu sein. Ach, hier! Die kleinen Käfer. Ist auch eine Alienrasse. Schade, ich würde die gerne mal haben. Können wir da irgendwie rein? Sind auf jeden Fall hier. Wobei, es ist schon hart eigentlich. Wir kommen aus den Testlaboren und hier wird auch getestet. Ich verstehe echt nicht den Bau von Black Mesa. Was ist denn hier drüben gewesen? Hier war alles zu, okay. Und hier wird geforscht. Oh! Oh. Ah. Alter, halt, ich bin jetzt mal in Sicherheit. Da sehen wir, dass jetzt bei dem wieder in einem anderen Raum ist. Da ist der G-Man. Ich hab's gerade gesehen. Muss ich Fleisch schmützen? Cool. Oh, da ist noch einer. Das will ich noch mal sehen. Ja, ja, was machst du denn jetzt? Hm? Oh oh, oh oh. Da passiert was. Da passiert jetzt was. Alter.
Also ihr habt eine coole Waffe. Ah. Werden hier Pflanzen durchgenommen? Oh, na, das wohl bekannteste